Ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Und ich bin angekommen in zweitens Einstieg in die EÜR. Ja, das ist zweitens Einstieg in die EÜR. Nee. Drittens Geschäftsvorfälle ist eine Zeit her. Also bei drittens Geschäftsvorfälle und da in Lektion 11, was ist eine Betriebsausgabe? Lektion 11, was ist eine Betriebsausgabe? Die Lektion hat 1, 2 Seiten und ein bisschen was und ich lese die jetzt einfach mal vor. Lektion 11, was ist eine Betriebsausgabe? Betriebsausgaben sind Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind. So lapidar steht es im Beschluss 4 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes. Dass im Steuerrecht nicht so ist, wie es scheint, haben Sie sicherlich auch schon bemerkt. Dass im Steuerrecht nichts so ist, wie es scheint, haben Sie sicherlich auch schon bemerkt. Während jegliche Form einer Betriebseinnahme von der Finanzverwaltung freudig akzeptiert wird, ist das bei den Betriebsausgaben nicht ganz so der Fall. Was ist eine Betriebsausgabe? Die Lektion soll als Einstieg in ein umfassendes Themengebiet dienen. Fall 44, die modische Ausgabe. Rechtsanwalt R. kauft sich einen neuen Anzug. Er sucht gezielt nach Exemplaren der sehr teuren Marke eines berühmten Modeschöpfers, weil er den Anzug ausschließlich für seine Tätigkeit als Rechtsanwalt nutzen und die Kosten als Betriebsausgabe ansetzen will. In seiner Freizeit trägt er seine Anzüge so gut wie nie. Kann er die Kosten für den Anzug tatsächlich als Betriebsausgabe ansetzen? Die Kosten für den Anzug kann er nicht als Betriebsausgaben berücksichtigen. Es handelt sich um bürgerliche Kleidung, die im Regelfall auch privat getragen wird. Diese gehören zu den typischen Kosten der privaten, persönlichen Lebensführung. Beschluss 12 des Einkommensteuergesetzes. Grundsatz 1. Ausgaben, die sowohl betrieblich als auch privat genutzt werden können, gehören zu den gemischten Kosten der Lebensführung. Wenn ein objektiver Aufteilungsmaßstab nicht gegeben ist und die betriebliche Nutzung nur vom untergeordneten Wert ist, sind diese Ausgaben keine Betriebsausgaben. Steuertipp: Gerade im Bereich der Reisekosten ist Bewegung aufgekommen. Grundsätzlich kann jetzt bei beruflicher und privater Veranlagung Lassung. Fachkongress in Las Vegas mit anschließendem dortigen Kurzurlaub eine Aufteilung der Kosten erfolgen. Die Aufteilung erfolgt zeitanteilig. Leitsatz 16, gemischte Kosten der Lebensführung. Gemischte Kosten der Lebensführung sind grundsätzlich nicht abziehbare private Kosten. Können die Kosten glaubwürdig aufgeteilt werden, ist ein anteiliger Betriebsausgabenabzug möglich, zum Beispiel Reisekosten. Fall 45, ein geistreiches Geschenk. Rechtsanwalt R. als absoluter Maritim-Fan hat einige Rotweinflaschen Jahrgang 1912, Jahr des Untergangs der Titanic, erstanden. Diese Flaschen kosten je 150 Euro, würde er gerne an langjährige Geschäftspartner verschenken. Ist das möglich? Generell kann R. verschenken, was er möchte. Betrieblich veranlasste Geschenke an Geschäftspartner dürfen jedoch nicht einen Nettowert von 35 Euro im Jahr übersteigen, um als Betriebsausgabe abziehbar zu bleiben.
Der Wert der einzelnen Flasche ist höher, 150 Euro. Es handelt sich insgesamt um eine nicht abziehbare Betriebsausgabe. Näheres dazu in der Lektion 13, die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Grundsatz 2. Betrieblich veranlasste Aufwendungen können dennoch nicht abziehbar sein. Der Katalog in Beschluss 4 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes zählt bestimmte Ausgaben auf, die zwar dem Betrieb und der betrieblichen Tätigkeit zugeordnet sind, die jedoch nicht oder nicht in voller Höhe den Gewinn des Unternehmens mindern dürfen. Darunter fallen beispielsweise Geschenke mit einem Wert von mehr als 35 Euro an Personen, die nicht Arbeitnehmer des zuwendenden Unternehmens sind, sogenannte unternehmensfremde Dritte. Oder in bestimmten Fällen auch Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer und Bewirtungs- und Reisekosten. Fall 46. Die 300 PS Ausgabe. Klempnermeister K. ist vernarrt in rote Ferraris. Sein Unternehmen wirft jedoch nicht so viel ab. Durchschnittlicher Gewinn 15.000 Euro im Jahr, um sich ein solches Auto zu leisten. Ein ominöser Erbonkel aus Australien verstirbt plötzlich und hinterlässt ihm einen ansehnlichen Geldbetrag. Er kauft sich daraufhin einen pinkfarbenen Ferrari und fährt mit dem Fahrzeug überwiegend betrieblich. Kann er die Kosten 150.000 Euro geltend machen? Bei Betriebsausgaben ist ein weiteres Abzugskriterium die Angemessenheit der Aufwendung. Für die Größe seiner Firma ist ein Ferrari sicherlich unangemessen. Er kann die Ausgaben nur beschränkt ansetzen. Wird individuell mit der Firma, in Klammern, er kann die Ausgaben nur beschränkt ansetzen, in Klammern, wird individuell mit der Finanzverwaltung verhandelt. Grundsatz 3. Betriebsausgaben müssen immer im angemessenen Verhältnis zur Größe des Unternehmens stehen, um vollständig abziehbar zu sein. In Klammern wirtschaftliche Vernunft. So, es geht weiter mit Lektion 12 in drittens die Geschäftsvorfälle, das Anlagevermögen und die Abschreibung. Die ist ein bisschen länger, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Seiten. Da habe ich aber heute Abend was vor. Tschüss.